1881 in Malaga geboren, 1973 mit 91 Jahren in Mouchin gestorben. Pablo Picasso. Die Albertina gedenkt nun dem 50. Todestag des Ausnahmekünstlers mit einer Ausstellung, die noch bis zum 18. Juni zu sehen ist. Die Frage, was Picasso für ein Mensch war, ist schwierig zu beantworten. Auf der einen Seite war er ein Genie wie kaum ein zweites, wahrscheinlich mit Albert Einstein, der berühmteste Mann des 20. Jahrhunderts. Auf der anderen Seite war er ein Mensch, der, wie wir alle wissen, nicht nur verschiedenste Perioden seines Stils durchlaufen hat, sondern mit diesen einhergehend auch Beziehungen zu Frauen hatte. Zweimal war er verheiratet. Frauenbeziehungen, die jeweils auch als Partnerschaft unmittelbar künstlerisch in seinem Schaffen ihren Niederschlag gefunden haben. Und wahrscheinlich war er als Familienvater und als Partner nicht die leichteste Person. Ich weiß nicht, ob man das von einem Genie wie Picasso erwarten kann und darf und muss, aber Tatsache ist, dass nach seinem Tod drei Frauen Selbstmord begangen haben auf unterschiedliche Weise und eine Welt ohne Picasso für sie nicht vorstellbar war. Picasso präsentiert die Kunst des 20. Jahrhunderts wie kein anderer. Vom Symbolismus bis zum Surrealismus. Man könnte sagen, der Ausnahmekünstler hat sich in jedem Jahrzehnt neu entdeckt. Gemeinsam mit seinem Freund Georges Braque gilt er als Erfinder des Kubismus. Pablo Picasso war ein Freiheitskämpfer und der Stierkampf für ihn ein Symbol der Freiheit. Auch die politischen Geschehnisse seiner Zeit, die Kriegsjahre, das Ausstellungsverbot und den Spanischen Bürgerkrieg verarbeitet er in seinen Werken. Am Ende seines Lebens malt er gegen die Zeit, gegen die verrinnende Zeit, die wenige Lebenszeit, die ihm noch bleiben wird. Jeden Tag entsteht ein Gemälde, manchmal zwei oder drei Gemälde an einem Tag. Die werden datiert mit fast bis zu Urzeiten festgelegter Präzision. Und darin hat er letzten Endes so etwas gesehen wie seine Biografie. Diese Ausstellung bringt gerade durch dieses Zusammensehen seines druckgrafischen, zeichnerischen Werks mit den Gemälden und den Skulpturen ein neues, komplexes Bild des Picasso. Natürlich ist die Friedenstaube leider aktuell und leider ebenso obsolet, denn es herrscht nicht Frieden. Es hat auch zur Zeit Picassos kein Frieden geherrscht und obwohl er der erfolgreichste Künstler und wenn man das richtig einschätzt, bis heute der vermögendste Künstler war, der jemals gelebt hat aufgrund seines Erfolges, war Picasso Kommunist. Mit jeder Periode, die wir Pablo Picasso in einem Jahrzehnt zuschreiben, hat er eine gesamte Generation geprägt an Kunst. Und daher kann man sich die Kunst des 20. Jahrhunderts in ihrer Mannigfaltigkeit überhaupt nicht ohne Picasso vorstellen.